Das tägliche Wort Gottes. Die Vorschriften des Zeitalters des Gesetzes. Erstens, die 10 Gebote. Zweitens, die Vorschriften für den Bau von Altären. Drittens, Vorschriften für den Umgang mit Knechten. Viertens, Vorschriften für Diebstahl und Entschädigung. Fünftens, das Sabbatjahr und die 3 Feste einhalten. Sechstens, Vorschriften für den Sabbat. Siebtens, Vorschriften für Opfergaben. A. Brandopfer. B. Speisopfer. C. Friedensopfer. D. Sündopfer. E. Schuldopfer. F. Vorschriften für Opfergaben durch Priester. Es wird Aaron und seinen Söhnen befohlen, diesen nachzukommen. 1. Brandopfer durch Priester. 2. Speisopfer durch Priester. 3. Sündopfer durch Priester. 4. Schuldopfer durch Priester. 5. Friedensopfer durch Priester. 8. Vorschriften für den Verzehr der Opfergaben der Priester. 9. Reine und unreine Tiere, die gegessen und nicht gegessen werden dürfen. 10. Vorschriften für die Säuberung von Frauen nach der Geburt. 11. Richtlinien für die Untersuchung von Lepra. 12. Vorschriften für diejenigen, die von Lepra geheilt worden sind. 13. Vorschriften für die Säuberung von infizierten Häusern. 14. Vorschriften für jene, die unter anormalen Absonderungen leiden. 15. Der Bußtag, der einmal im Jahr eingehalten werden muss. 16. Vorschriften für die Schlachtung von Rindern und Schafen. 17. Das Verbot, abscheulichen Praktiken von Heiden zu folgen, keinen Inzest begehen und so weiter. 18. Vorschriften, welche das Volk befolgen muss. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, Jehova, euer Gott. 19. Die Hinrichtung jener, die ihre Kinder nach Moloch opfern. 20. Vorschriften für die Bestrafung des Verbrechens von Ehebruch. 21. Vorschriften, die von Priestern eingehalten werden sollten. Regeln für ihr alltägliches Verhalten, Regeln für den Konsum von heiligen Dingen, Regeln für das Darbringen von Opfergaben und so weiter. 22. Feste, die eingehalten werden sollten. Der Sabbat, Pessach, Pfingsten, der Bußtag und so weiter. 23. Sonstige Vorschriften. Das Anzünden der Lampen, das Halljahr, die Einlösung des Landes, das Ablegen von Gelübden, das Ablösen des 10. Teils und so weiter. Die Vorschriften des Zeitalters des Gesetzes sind der wahre Beweis für Gottes Führung der ganzen Menschheit. Also, habt ihr diese Vorschriften und Prinzipien des Zeitalters des Gesetzes gelesen? Ja? Umfassen diese Vorschriften ein breites Spektrum? Zunächst erfassen sie die 10 Gebote.
nach denen die Vorschriften für den Bau von Altären und so weiter kommen. Danach folgen die Vorschriften für die Einhaltung des Sabbats und der Einhaltung der drei Feste, gefolgt von den Vorschriften für Opfergaben. Habt ihr gesehen, wie viele Arten von Opferungen gibt es? Es gibt Brandopfer, Speiseopfer, Friedensopfer, Sündopfer und so weiter, denen die Vorschriften für Opferungen durch Priester, einschließlich Brandopfer und Speiseopfer durch Priester und andere Arten von Opferungen folgen. Die acht Vorschriften dienen dem Verzehr von Opfergaben der Priester. Und dann gibt es Vorschriften dafür, was während eines menschlichen Lebens eingehalten werden sollte. Es gibt Bestimmungen für viele Aspekte des menschlichen Lebens, wie die Vorschriften für das, was sie verzehren dürfen und was nicht, für die Säuberung von Frauen nach der Geburt und für diejenigen, die von Lepra geheilt worden sind. In diesen Vorschriften geht Gott so weit, dass er über Krankheit spricht. Und es gibt sogar Regeln für die Schlachtung von Schafen und Rindern und so weiter. Schafe und Vieh wurden von Gott geschaffen, und du solltest sie so töten, wie Gott es dir sagt. Es besteht zweifellos ein Grund hinter Gottes Worten. Es ist zweifellos richtig, so zu handeln, wie von Gott angeordnet. Und ist für die Menschheit sicherlich von Vorteil. Es gilt auch, Feste und Regeln einzuhalten, wie der Tag des Sabbats, Pessach und darüber hinaus, sprach Gott von all diesen. Sehen wir uns die am Ende an. Weitere Vorschriften: das Anzünden der Lampen, das Halljahr, die Einlösung des Landes, das Ablegen von Gelübden, das Ablösen des zehnten Teils und so weiter. Umfassen diese ein breites Spektrum? Das Erste, worüber gesprochen werden muss, ist das Thema der Opfergaben der Menschen. Dann gibt es Vorschriften für Diebstahl und Entschädigung und die Einhaltung des Sabbats. Jede Einzelheit des alltäglichen Lebens eines Menschen ist einbezogen. Das heißt, als Gott das offizielle Werk seines Führungsplans begann, legte er viele Vorschriften fest, die vom Menschen befolgt werden müssen. Diese Vorschriften sollen es dem Menschen ermöglichen, das normale Leben des Menschen auf Erden zu führen. Ein normales Leben des Menschen, das untrennbar von Gott und seiner Führung ist. Gott sagte dem Menschen zunächst, wie man Altäre baut, wie man die Altäre aufstellt. Danach erzählte er dem Menschen, wie man Opfer darbringt und legte fest, wie der Mensch leben sollte, was er im Leben zu beachten hatte, wonach er sich zu richten hatte, was er tun sollte und was nicht. Was Gott für den Menschen anordnete, war allumfassend. Mit diesen Sitten, Vorschriften und Prinzipien vereinheitlichte er das Verhalten der Menschen, führte ihr Leben, führte ihre Einweihung in die Gesetze Gottes, führte sie, um vor den Altar Gottes zu kommen, führte sie darin, ein Leben unter allen Dingen, die Gott für den Menschen erschaffen hatte, zu führen, das Ordnung, Regelhaftigkeit und Mäßigung aufwies. Gott verwendete zuerst diese einfachen Vorschriften und Prinzipien, um dem Menschen Grenzen zu setzen, damit der Mensch auf Erden ein normales Leben der Anbetung Gottes haben würde, das normale Leben des Menschen haben würde. Das ist der spezifische Inhalt des Anfangs seines 6000-jährigen Führungsplans. Die Vorschriften und Regeln erfassen einen sehr ausgedehnten Inhalt,
Sie sind die Einzelheiten der Führung Gottes der Menschheit während des Zeitalters des Gesetzes. Sie mussten von den Menschen angenommen und gewürdigt werden, die vor dem Zeitalter des Gesetzes kamen. Sie sind eine Aufzeichnung des Werkes, das von Gott während dem Zeitalter des Gesetzes verrichtet wurde. Und sie sind ein wirklicher Beweis für Gottes Herrschaft und Führung der ganzen Menschheit. Die Menschheit ist auf ewig untrennbar von Gottes Lehren und Bestimmungen. In diesen Vorschriften sehen wir, dass Gottes Einstellung zu seinem Werk, zu seiner Führung und zu den Menschen ernsthaft, gewissenhaft, rigoros und verantwortungsvoll ist. Er tut die Arbeit, die er nach seinen Schritten inmitten der Menschheit tun muss, ohne die geringste Abweichung. Er spricht die Worte, die er zur Menschheit sprechen muss, ohne den geringsten Fehler oder die geringste Auslassung, und ermöglicht es so, dem Menschen zu erkennen, dass er untrennbar von Gottes Herrschaft ist, und zeigt ihm, wie wirklich wichtig alles, was Gott tut und sagt, für die Menschheit ist. Unabhängig davon, wie der Mensch im nächsten Zeitalter sei, kurz gesagt, ganz am Anfang, während des Zeitalters des Gesetzes, tat Gott diese einfachen Dinge. Für Gott waren die Vorstellungen der Menschen von Gott, der Welt und der Menschheit in jenem Zeitalter abstrakt und unverständlich. Und obwohl sie einige bewusste Begriffe und Absichten hatten, waren alle davon unklar und falsch. Somit war die Menschheit von Gottes Lehren und seiner Versorgung untrennbar. Die früheste Menschheit wusste nichts, und so musste Gott damit anfangen, dem Menschen die oberflächlichsten und grundlegendsten Prinzipien für das Überleben und die für das Leben notwendigen Vorschriften zu lehren, indem er diese Dinge nach und nach in das Herz des Menschen durchdringen ließ und dem Menschen ein allmähliches Verständnis von Gott, eine allmähliche Wertschätzung und ein allmähliches Verständnis von Gottes Herrschaft und ein grundlegendes Konzept des Verhältnisses zwischen Mensch und Gott durch diese Vorschriften und durch diese Regeln, die aus Worten bestanden, gab. Erst nachdem er diese Wirkung erreicht hatte, war Gott in der Lage, nach und nach die Arbeit zu tun, die er später tun würde. Und so sind diese Regelungen und die Arbeit, die Gott während des Zeitalters des Gesetzes vollbringt, das Fundament seines Werkes der Rettung der Menschheit und die erste Phase des Werks in Gottes Führungsplan. Obwohl Gott vor dem Werk des Zeitalters des Gesetzes mit Adam, Eva und ihren Nachkommen gesprochen hatte, waren diese Anweisungen und Lehren nicht so systematisch oder spezifisch, dass sie nacheinander dem Menschen erteilt werden konnten. Und sie wurden nicht niedergeschrieben, noch wurden sie zu Vorschriften. Das liegt daran, dass damals Gottes Plan nicht so weit gekommen war. Erst als Gott den Menschen zu diesem Schritt geführt hatte, konnte er damit beginnen, diese Vorschriften des Zeitalters des Gesetzes zu sprechen und damit beginnen, sie den Menschen ausführen zu lassen. Es war ein notwendiger Vorgang und das Ergebnis war unvermeidlich. Diese einfachen Sitten und Vorschriften zeigen den Menschen die Schritte von Gottes Führungsarbeit und die Weisheit Gottes, die in seinem Führungsplan offenbart wird. Gott weiß, welchen Inhalt und welche Mittel zu verwenden sind, um zu beginnen,
welche Mittel einzusetzen sind, um fortzufahren, und welche Mittel zu verwenden sind, um abzuschließen, damit er eine Gruppe von Menschen gewinnen kann, die Zeugnis für ihn ablegen, die eins mit ihm sind. Er weiß, was sich im Menschen befindet und weiß, was dem Menschen fehlt. Er weiß, was er einzubringen hat und wie er den Menschen führen soll. Und so weiß er auch, was der Mensch tun sollte und was nicht. Der Mensch ist wie eine Marionette. Auch wenn er kein Verständnis von Gottes Willen hatte, konnte er nicht umhin, von Gottes Führungsarbeit Schritt für Schritt bis heute geführt zu werden. In Gottes Herz gab es keine Verschwommenheit hinsichtlich dessen, was er tun sollte. In seinem Herzen gab es einen sehr klaren und lebendigen Plan, und er führte das Werk durch, das er selbst nach seinen Schritten und seinem Plan vom Oberflächlichen bis zur Tiefe verrichten wollte. Obwohl er nicht auf das Werk, das er später verrichten würde, hindeutete, wurde sein nachfolgendes Werk weiterhin durchgeführt und schritt in strikter Übereinstimmung mit seinem Plan voran. Was eine Manifestation dessen ist, was Gott hat und ist. Und es ist auch die Autorität Gottes. Unabhängig davon, welche Phase seines Führungsplans er durchführt, stellen seine Disposition und seine Weisheit ihn selbst dar. Dies ist absolut wahr. Ungeachtet des Zeitalters oder der Phase des Werkes, welche Art von Menschen Gott liebt, welche Art von Menschen er verabscheut, seine Disposition und alles, was er hat und ist, werden sich nie ändern. Auch wenn diese Vorschriften und Prinzipien, die Gott während des Werks des Zeitalters des Gesetzes aufstellte, den Menschen heute sehr einfach und oberflächlich erscheinen, und obwohl sie leicht verständlich und realisierbar sind, befindet sich in ihnen immer noch die Weisheit Gottes und die Disposition Gottes und was er hat und ist. Denn innerhalb dieser scheinbar einfachen Vorschriften werden Gottes Verantwortung und Fürsorge gegenüber der Menschheit und die exquisite Wesenheit seiner Gedanken zum Ausdruck gebracht, die es dem Menschen ermöglichen, die Tatsache, dass Gott über alle Dinge herrscht und alle Dinge von seiner Hand kontrolliert werden, wirklich zu erkennen. Ganz gleich, wie viel Wissen die Menschheit meistert oder wie viele Theorien oder Geheimnisse sie versteht, für Gott kann nichts davon seine Versorgung und Führung der Menschheit ersetzen. Die Menschheit wird für immer von Gottes Führung und dem persönlichen Werk Gottes untrennbar sein. Das ist die untrennbare Beziehung zwischen Mensch und Gott. Unabhängig davon, ob Gott dir ein Gebot oder eine Vorschrift gibt oder dich mit Wahrheit versorgt, um seinen Willen zu verstehen, ganz gleich, was er tut, es ist Gottes Ziel, den Menschen in eine schöne Zukunft zu führen. Die von Gott verkündeten Worte und das Werk, das er verrichtet, sind sowohl die Offenbarung eines Aspekts seiner Wesenheit als auch die Offenbarung eines Aspekts seiner Disposition und seiner Weisheit. Sie sind ein unverzichtbarer Schritt seines Führungsplans. Das darf nicht übersehen werden. Gottes Wille ist in dem, was auch immer er tut. Gott fürchtet keine unangebrachten Bemerkungen, noch fürchtet er sich vor irgendwelchen Vorstellungen oder Gedanken des Menschen über ihn. Er verrichtet lediglich sein Werk und setzt seine Führung
in Übereinstimmung mit seinem Führungsplan fort, unabhängig von Mensch, Materie oder Sache.